kennt jeder. Fünfte Beethoven. Kennt jeder? Ja, dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Die fünfte beginnt übrigens mit einer Pause. Gar nicht so leicht zu dirigieren. Die fünfte war bei der Uraufführung die sechste Symphonie. Und die heutige sechste, die Pastorale, das war damals die fünfte. Also Beethoven hat diese Nummerierung dann erst später umgetauscht. Und wusstet ihr, dass die Uraufführung 1808 in Wien eines der legendärsten Konzerte der ganzen Musikgeschichte war? Es war ein irres Programm, Beethoven hat selber dirigiert. Fünfte Symphonie, sechste Symphonie, viertes Klavierkonzert, Chorfantasie, Teile der C-Dur-Messe und eine Arie, alles in einem Konzert. Über 3 Stunden reine Musikdauer wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar. Außerdem fast alles Uraufführungen und Stücke, ohne die wir uns heute Musik überhaupt nicht mehr vorstellen können. Die fünfte Sinfonie, also diese 4 Töne, das C-Moll, ich glaube, es gibt doch einfach mehr zu sagen. Fahrt bitte mal den Titel rein. So, folgende Geschichte. Beethoven war am Boden zerstört. Zutiefst verzweifelt, weil seine Taubheit immer schlimmer geworden ist. Aber sein Genie hat ihm geholfen, das zu überwinden. Trotz der Taubheit hat er fantastische Musik komponiert. Er hat sich seinem Schicksal gestellt. Als sein Assistent ihn mal beim Spazierengehen gefragt hat, was dieser Beginn eigentlich zu bedeuten habe, hat Beethoven gesagt, da pocht das Schicksal an die Tür. Geboren war der Beiname, die fünfte Symphonie war die berühmte Schicksalssymphonie. Aber stimmt das eigentlich alles so? Die Epoche der Romantik, also die Nachfolger Beethovens, die waren sich da sicher. Nochmal kurz zur Erinnerung, Barock, Klassik, Romantik, Beethoven. Und die Romantiker, die liebten schon sehr diese Vorstellung, diese dramatische Vorstellung auch, dass da jemand ganz verzweifelt in seinem Kämmerchen hockt und nur mit seiner Genialität was Tolles schafft, das Schicksal quasi überwindet. Aber war das vielleicht Geschichtsverzerrung, eine Romantisierung? Das Bild heute ist ein anderes. Die Aussagen von Beethovens Assistenten sind sehr umstritten, auch in der Wissenschaft. Und ja, zeitweise war Beethoven heute, würden wir sagen, depressiv. Er hat auch daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Das hat er im Heiligenstädter Testament geschrieben. Das war aber schon etliche Jahre vor der fünften Symphonie. Er hat zur gleichen Zeit auch die sechste geschrieben, die ja sehr freundlich ist, die ihn als Liebhaber der Natur zeigt. Also so ganz kann dieses romantische Bild nicht stimmen. Aber warum dann dieser düstere Beginn? Der klingt ja wirklich schicksalsschwanger. Beethoven war ein sehr politischer Mensch und da sah es düster aus. Beethoven hat riesige Hoffnungen gesetzt in die französische Revolution und deren Ideale. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das war alles ziemlich schnell verpufft. Napoleon hat sich zum Kaiser krönen lassen. Die politische Lage war irrsinnig angespannt. Das Verhältnis der Staaten untereinander so schlecht wie schon lange nicht mehr. Eigentlich lag ständig Krieg in der Luft. Es war also eine schicksalsträchtige Situation. Und das hat Beethoven sehr zu schaffen gemacht, was man eben auch in der fünften Symphonie hört. Nur 4 Töne. Die quasi jeder auf der Welt kennt. Das ist unglaublich. Das ist noch nicht mal eine richtige Melodie. Das Hauptthema dieser Symphonie sind diese 4 Töne. Das ist eigentlich eher ein Hauptrhythmus. Und den zieht Beethoven durch das ganze Stück durch. Er hämmert ihn uns förmlich ein. Immer und immer wieder. Mal versteckt, mal plakativ. Der zweite Satz ist dann so ein Gegenpol zum dramatischen ersten, so eine Ruhepause, ein Atemholen in diesem Drama. Der dritte ist ein Scherzo, das war damals auch üblich und üblicherweise war dieses Scherzo heiter. Hier ist es überhaupt nicht so. Das Scherzo steht in Moll, in C-Moll, wie eigentlich die gesamte Symphonie. Und da ist er wieder, unser Hauptrhythmus.
Beethoven steigert dann dieses Scherzo immer weiter und immer weiter und dann macht er etwas völlig Neues. Er geht direkt, ohne Pause, ohne Unterbrechung, über in den letzten Satz. Attacca nennt man das. Der vierte Satz bricht urplötzlich herein und damit auch eine komplett andere Stimmung. Gewaltig und siegessicher. Beethoven macht hier etwas ganz Revolutionäres. Damals in der Klassik war es üblich, auch bei Haydn und bei Mozart, dass der Schluss so ein heiterer Rauswerfer ist. Ein sogenanntes Kehraus-Finale, sagt man auch. Was Rasantes am Schluss. Beethoven bricht damit total. Er verlegt den Schwerpunkt der Symphonie in den vierten Satz. Er ist der längste. Also Beethoven macht hier etwas radikal Neues. Für ihn ist völlig klar, am Schluss, da erreicht das Drama den Höhepunkt. Und auch unser Hauptrhythmus, das Schicksalsmotiv, kommt wieder, aber ganz leise und zaghaft. Kein Vergleich zum Beginn. Es hat einfach keine Chance mehr. Hier triumphiert das Licht, das hört man ganz deutlich. Oder auf Beethovens Zeit übersetzt, die Menschlichkeit, der Humanismus und sicherlich auch die Kunst. Und das bekräftigt Beethoven mit krachenden Schlägen. Er setzt ein riesiges Ausrufezeichen. Was für ein Statement. Die Welt kennt heute vor allem die ersten vier Töne. Ja, jetzt ist genug. Aber vom Ende her muss man die Symphonie denken. Dann sehen wir nicht den zerknirschten, tauben, traurigen Beethoven, sondern einen, der ganz genau wusste, was er will. In Frankreich nennt man die fünfte auch Chant-Victoire, Siegeshymne. Mit der fünften ist Beethoven mal wieder Vorreiter, hat unzählige Komponisten unmittelbar mit diesem Werk direkt beeinflusst. Und man muss es immer wieder sagen, er hat das wahrscheinlich bekannteste Klassikmotiv überhaupt geschaffen. Den Ohrwurm aller Ohrwürmer mit nur vier Tönen. Die vollendete Kunst der Reduktion, weniger geht nicht und mehr auf der anderen Seite auch nicht. Einfach einzigartig.